die Verlagerung aus Rechtshänder von rechts nach links. Das ist über 70% der Zeit zu spät. Der Pro oder der gute Spieler ist beim Abschwingen viel, viel eher mit seinem Gewicht oder mit ihrem Gewicht auf der linken Seite. Und das könnte ich dir beweisen oder du könntest es selber herausfinden. Mach mal einfach diese Übung, das habe ich schon auf meinem Kanal gezeigt. Hole aus, mach einen Schritt und schlage den Ball und schaue, wie früh dein linker Fuß auf den Boden kommt. Und sehr oft sieht es so aus, sieht ziemlich lustig aus. Was eine viel zu späte Verlagerung ist. Schaue, wie früh ich den Schritt mache. Ich habe den Schritt lange bevor ich den Ball getroffen habe gemacht. Okay, so kannst du sehen, ob deine Verlagerung früh genug ist. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, wann genau komme ich auf die linke Seite? Ich werde erstmal mich filmen und das in Zeitlupe dir zeigen. Und schau mal, ob du sehen kannst, wann das passiert. So wie du gesehen hast, bestimmt, das ist recht, recht früh. Und als Anhaltspunkt würde ich dir sagen, mach erstmal viele Probeschwünge und schaue, dass du mindestens 70% deines Gewichts links hast, wenn der linke Arm parallel zum Boden ist. Und wenn du das trainierst und spürst, wirst du merken, dass du richtig früh von der rechten Seite weg muss. Und wenn du den Pro genau anschaust oder den guten Spieler, wirst du sehen, dass er schon auf dem Weg nach links ist, bevor er den Rückschwung zu Ende gemacht hat. Und diese Verlagerung nach links ist so hilfreich, weil durch die Verlagerung und passive Arme, Hände und Schulter wirst du automatisch die Arme dann senken. Wenn du das Gewicht nicht frühzeitig verlagerst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du mit einer zu frühen Rotation nach links den Schwung beginnst. Okay, so diese Verlagerung nach links bringt dich in einfach eine super Position. Du kannst von hier viel mehr Power generieren. So, mein Grundgedanke beim Schwingen ist ausholen, verlagern und dann releasen. In releasen meine ich da Körper drehen, Hände freilassen.